Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ja, 22. Folge von Assassin's Creed Unity. Und yeah, ich habe schon wieder den Soundbug. Ich liebe es. Ja, super. Ja, muss ich mal kurz minimieren und pausieren. So, da bin ich wieder. Es läuft wieder alles, hoffe ich. Sonst werde ich das gleich merken und wahrscheinlich neu laden. Aber irgendwie kommt Magix mit dem Programm nicht so ganz hin, mit dem Aufnahmecodec. Egal. Hier haben wir... Oh, ich könnte das für 500 renovieren. Ich habe aber keine 500, weil ich gerade alles ausgegeben habe. Das ist natürlich ziemlich doof. Egal. Diese Gesellschaftsclubs bringen auch sehr, sehr viel ein, muss ich sagen. Die kann man gut machen. Also die kann man gut eröffnen, da wird die Truhe zu Hause sozusagen in Arnus Heim größer. Und fast auch mehr, was gar nicht mal so schlecht ist. Komm, ab nach oben mit dir. Wir wollen ja zu anderen Missionen. Hoffe ich mal, dass wir da noch hinwollen. In dieser Stunde. Wo ich schon wieder eine Viertelstunde rausgeschnitten habe. Irgendwie schon heftig, dass ich jetzt von einer Stunde eine Viertelstunde entweder Wiederholungen oder Pausenbildschirme am rausschneiden bin. Ja. Man will ja auch was bieten, ne? Also ab nach unten mit dir. Ja, da steht natürlich wieder so ein Heuballen mitten auf dem Dach. Das ist immer so was sehr Sinnvolles. Ein Heuballen auf dem Dach zu stellen und nicht unters Dach zu stellen, damit das Heu nicht nass wird. Was mache ich gerade? Ich habe keine Ahnung, aber ich spule mal. Okay, ich glaube, ich musste da an die Tür oder sowas. Egal. So, in diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Ja, wo gibt es das denn schon nicht? Hm? Ich habe keine Ahnung. Kann man die eigentlich ein für alle Mal die Konfrontation sabotieren? Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. Wie stolz Arno da guckt. Ja. Ist hier ganz unmissverständlich, die Fährte, ne? Jetzt muss man sogar die Alarmglocken ausschalten. Oh. Die Spur endet hier. Bist du sicher? Ganz sicher. Nein. Warte hier. Mach dich nicht lächerlich. Ich lass dich da nicht allein reingehen. Elise, ich muss das hier allein machen. Bitte. Ich verstehe. Vergiss nicht zurückzukommen.
Ja, wäre vielleicht angebracht bei sowas. Ich glaube, man kommt nur von außen rum drauf. Und da kommt man auch nicht so besonders raus. Ich glaube, wir müssen noch weiter nach oben. Aber warum läuft jemand über ein Haus? Das erregt doch viel zu viel Aufmerksamkeit. Oder nicht? Ich weiß es nicht genau, aber ich würde nicht über ein Haus laufen, wenn ich irgendwas mitnehmen würde, was irgendwie, naja, gesetzeswidrig ist. Wieso sollte man das auch machen? Das hat lang gedauert, Pisspot. Was? Beleg. Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst. Die Frage ist nur, was geschieht nun? Er hat du alles hast gemacht. Mirabeau vergiftet. Er vergiftete uns. Frieden mit den Templern ist nur ein Armenmärchen. Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein. Masyaf, Montiridioni, die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stiegen wieder auf, stärker als zuvor. Aber nun, wir vergaßen unsere Ziele, Arno. Verstrickten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Und nein, ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann. Wir können. Gemeinsam. Belek. Du weißt doch, dass das nicht geht. Bedauerlich. Wie gut das aussieht. Tut mir leid, dass ich jetzt. Oh. Mein Gott. Belek, bitte. Komm zurück zum Rat mit mir. Wir können das regeln. Wie vernünftige Männer. Vernünftige Männer paktieren nicht mit Händler, Bursche. Haha. Dazu sind die Rauchbomben gut. Zack. Komm. B. Du B. Du kleiner Bock bist du, oder? So sagt man. Aua. Sieht ja, wenn ich jetzt so drauf gucke, irgendwie super sinnvoll aus. Und wieder raus und wieder kämpfen. Und wieder eine Rauchgranate. Das ist ein sehr gutes Mittel, muss ich sagen. Ich hatte Hoffnung für dich. Ich dachte, du könntest selbstständig denken. Ich kann, Belle. Ich denke nur nicht so wie du. Da hat er recht. Öffne die Augen, Bursche. Die sind doch schon geöffnet. Ich sah, wie Templer ganze Dörfer abschlachten ließen, nur um einen zu töten. Einen Assassinen. Sag mir, bei deiner enormen Erfahrung, was hast du gesehen? Ich sah, wie der Großmeister des Templerordens einen verängstigten Weißen aufnahm und wie einen Sohn großzog. Ja, es sind irgendwie mehrere Sachen, ne? Die man hat. Die Welt kann man nicht nur in. Uah. Wieso muss Belek jetzt das einsetzen? Die Welt kann man auf jeden Fall nicht in
böse und gut einteilen. Ja, dann kämpfen wir mal in der Küche weiter, ne? Arno! Alles gut. Bleib da. Wo bist du? Ich hätte dich in der Bastille verrotten lassen sollen. Belek. Sag mir, hast du jemals an das Credo geglaubt? Oder warst du schon immer ein verräterischer Templerfreund? So muss die Sache doch nicht enden, Belek. Du bist es, der so enden lässt. Würdest du verstehen? Wir könnten die Bruderschaft so weit bringen, wie wir es seit 200 Jahren nicht gesehen haben. Ja, jeden zu töten, der nicht deiner Meinung ist, ist die beste Art, sich aus der Asche zu erheben. Du spinnst doch. Wo ist der Typ? Pass auf! Ah. So. Ist das Pudels Kern. Nicht Mirobor, dein Verstand vergiftet sie war's. Sie ist das letzte Teil dieses verdammten Wahnsinns. Belek. Dafür wirst du mir danken. Eines Tages. Okay. Du hattest deine Chance, Piss. Das finde ich irgendwie komisch. Also, das ist ja noch immer Patch 1.1 und da scheint die Soundqualität noch etwas zu wünschen übrig zu lassen. Weil immer wieder, ja genau, Sounds abgehakt sind oder Sounds weitergehen, obwohl der Charakter schon tot ist, der die obwohl die Person schon tot ist, genau. Einfach mal Monoskill Using machen. Oh, wo ist der? Raus aus dem Nebel. Ah! Da kommt er ja wieder. Naja. Tu es. Wenn du nur eine unsere Überzeugung besitzt und nicht nur ein liebes toller Milchbubi bist, tötest du mich jetzt. Ich möchte ihn aber nicht töten. Ich möchte der Milchbubi sein. Ich töte sie. Zur Rettung der Bruderschaft würde ich Paris abfackeln. Okay, vielleicht werde ich dich doch töten. Merci, mon ami. Du sollst doch heil zu deinem Sohn zurückkehren, nicht wahr, Pisspot? Was ist verloren? Gott verdammt mich. Dann wollt ihr es durchziehen. Euer Protégé bürgt für sie. Vertraut ihr ihm nicht? Bis zum Tod, doch ich traue dem Weib nicht. Kann ich euch nicht überzeugen? Ich fürchte nicht. Dachte ich mir. Chen. Chen. Repose en paix. Repose en paix. Okay. So langsam blicke ich nicht mehr durch. Also, er kannte den Assassinenvater. Ja, okay, das macht Sinn. Okay, doch, es geht. Man muss nur noch mal gucken, wie, was, wo, wie, wann und warum ging. Okay. Ja, es macht Sinn. Also er kannte den seinen Arnos leiblichen Vater gut und war auch mit ihm eng befreundet und
verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es nicht schon wieder. Bischof, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergo die infizierten Daten rumschnüffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Ja, ich glaube, da sind so gewisse Dienste wie Abstergo Entertainment nicht besonders erpicht drauf. Besonders wenn man die Server crasht und dann die Dienste nicht online sind und dann das negatives Image aufwirft. Oder irgendwie sowas. Das ist ja natürlich ganz schlecht für so riesige Dienste. Würde ich mal sagen. Und ab in die Serverbrücke. Juhu! Und hier würde ich sagen, machen wir mal einen Cut. Weil genau hier auch meine Aufnahme zu Ende ist. Und den Rest machen wir in einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity, ich will dauernd Liberation sagen. Weil ich einmal Liberation gespielt habe. Aber, hä? Da wären wir wieder. Okay. Zurück im alten, ungeordneten Code. Gut, dann spielen wir noch dieses was weiter. Liegt das Portal über dir. Ein paar hundert Meter. Ein paar hundert Meter? Okay. Und wir befinden uns jetzt im Zweiten Weltkrieg. Zumindest etwa zur Zeit des besetzten Zweiten Weltkrieges. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.